Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es bei mir dieses super leckere Low Carb Brot und wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, dann bleibt dran. Für das leckere Low Carb Brot verwende ich Kartoffelfaser 120 Gramm, 30 Gramm Eiweißpulver, 50 Gramm Flohsamenschalen, 7 Gramm Trockenhefe, ein Päckchen Backpulver, einen halben Teelöffel Salz, 4 Eier, 50 ml Apfelessig, 150 ml Milch, 50 Gramm griechischer Joghurt und 200 ml heißes Wasser. Die Kartoffelfasern habe ich online bestellt. Ich verlinke euch das unten nochmal, falls ihr Interesse habt. Und dann können wir auch schon gleich loslegen. So, ich vermische als erstes alle trockenen Zutaten. Die Kartoffelfaser, Flohsamenschalen, Eiweißpulver, Backpulver, Salz und Trockenhefe. Die trockenen Sachen sind jetzt gut durchrührt. Jetzt vermische ich die restlichen Zutaten. Und zwar nehme ich dafür 200 ml heißes Wasser. Dazu kommt die kalte Milch, der Apfelessig und der Joghurt. Das wird alles gut verrührt. Und das gebe ich dann zu den trockenen Zutaten. Und die 4 Eier. Es wird jetzt alles mit dem Mixer verrührt, aber bitte nicht länger verrühren als eine Minute. So, nach einer Minute ist der Teig fertig. Den kann man dann auch wunderbar gut formen. Den werde ich jetzt zu einem Brotlaib formen und dann auf ein Backblech geben. Aus dem Teig habe ich jetzt einen Brotlaib geformt. Mit nassen Händen geht das wunderbar. Ihr könnt dann auch, wenn da so Risse sind, einfach die Hände feuchten und das so ein bisschen verreiben, dann verschwinden die. Und jetzt werde ich es mit einem scharfen Messer einritzen. Und darüber gebe ich noch ein bisschen von den Kartoffelfasern. Jetzt ist das Brot fertig und kann in den Backofen. Den Backofen hatte ich vorgeheizt auf 200 Grad Umluft und da wird das Brot ca. 50 bis 55 Minuten backen. Im Anschluss sage ich euch dann noch die genaue Zeit. So, das Brot war jetzt genau 55 Minuten im Backofen und ich lasse es jetzt komplett auskühlen, bevor ich es anschneide. Klingt hohl, ist ein gutes Zeichen. Ich tue es jetzt auf ein Küchenkuchengitter und heißt, da kann es jetzt abkühlen. Probiert dieses Low-Carb-Brot unbedingt mal aus, es ist wirklich gut. Ich probiere ja immer mal gerne wieder Low-Carb-Brote aus. Einige werden was, einige werden überhaupt nichts, also da muss man halt ein bisschen rumexperimentieren. Aber dieses macht wirklich einen sehr guten Eindruck und es schmeckt auch super lecker. Probiert es mal aus und schreibt es mir mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.